Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Still Running for Charity im Jahr 2023. Heute ist Mittwoch, der 19.7. des gleichen Jahres und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gucken wir uns an dieser Stelle an, wie viele Kilometer wir jetzt insgesamt schon gelaufen sind, nämlich 932 und dann einmal, wie weit wir es denn haben bis zum Teilziel Nummer 5, San Marino. Dann möchte ich hier den aktuellen Spendenbetrag einblenden und nicht zu vergessen, jeder von mir laufende Kilometer wird am Ende des Jahres in Euro mit allen bis dahin zusammengekommenen Spenden überwiesen werden an den Deutschen Kinderhospizverein und an die Vier Pfoten Deutschland. Jeder, der sich gerne beteiligen möchte, hat genau drei Möglichkeiten, das zu tun und welche das sind, sieht man auf YouTube in jeder Videobeschreibung von jedem Laufvideo, ansonsten in der Playlist auch. Und dann blende ich hier auch nochmal alle meine Social-Media-Kanäle ein, plus mein PayPal-Spendenkonto. Und wer möchte, kann natürlich immer sehr gerne auf einen meiner Social-Media-Kanäle gehen, mal ein Abo dalassen, mal einen Daumen nach oben, mal ein Like, einen Kommentar, mir eine Nachricht schreiben. Oder aber natürlich ist es auch jedem freigestellt, mir bis Ende des Jahres einen kleinen Obolus zukommen zu lassen. Alles kann, nichts muss. Ich bin für jede Form des Supports und Unterstützung mehr als dankbar. Dann möchte ich an dieser Stelle Dankeschön sagen, und zwar an folgende Personen, die meinen letzten Laufpost geliked haben. Und zwar an die Diana, an die Jenny, an die Nicole, an die Umaima, an die Andrea, an den Dion, an die Selina, an die Mel, an die Katrin, an den Mo, Abdelicious, an die Charelle, an den Rob, an die Miss Baba, an die Mimi, an den Chris, an den Rocco, an den Ben, an den Chris, an die Frau Funk und an die Martina. Vielen, vielen lieben Dank. Hat mich wie immer wahnsinnig gefreut. Vielen Dank für euren anhaltenden Support. Ich finde es großartig. Dankeschön, weiß ich mehr als alles andere zu schätzen. Und dann natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön unbekannterweise an alle Menschen da draußen, die sich warum auch immer mal auf meinem Profil verirren, die irgendwie auf einen meiner Beiträge stoßen, da mal ein Like da lassen, vielleicht auch mal ein Abo, irgendwie mal einen Kommentar, eine Nachricht schreiben. Also vielen, vielen lieben Dank auch dafür unbekannterweise. Ihr seid großartig, ihr seid die stillen Helden. Mehr als Danke kann und möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen. Und dann machen wir jetzt weiter mit den Themen. Erstmal vorab, ich schiebe das gerade mal vorweg, falls man es nicht sehen sollte oder falls man sich gedacht haben könnte, ich bin den Lauf schon gelaufen. Ich komme jetzt aus der Dusche, bin fertig für die Arbeit. Heute mal ein bisschen anders das Video. Ich habe es mal ein bisschen verkürzt, runtergemacht, wie auch immer, weil heute Morgen auch meine Frau da noch da war und ich wollte dann auch nicht stören und mit dem Intro machen und auch wie auch immer während dem Laufen. Das seht ihr ja dann. In diesem Lauf heute gibt es auch keine Kilometer-Anzeigen alle 2 Kilometer oder keine auch Zeitanzeigen. Das kommt dann erst im nächsten Laufvideo wieder. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten Thema und zwar mein Therapie-Update. Heute mal wieder in einer Form, wie ich schon lange nicht mehr gemacht habe und zwar als schon aufgenommenes Video und dann möchte ich mein Therapie-Update hier gerade mal präsentiert. So, ihr Lieben, dann dachte ich mir, es ist schon sehr lange her, dass ich diese Form des Therapie-Updates gemacht habe, aber dann nehme ich mir die Zeit und mache das einfach mal. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli 2023 und ich hatte heute Morgen eine Therapiestunde. Ich bin jetzt gerade in meiner Mittagspause und gehe hier mit der kleinen Ratte ein bisschen spazieren und ja, die Stunde war sehr gut gewesen. Ich hatte ja die vorherige Woche hatte ich so einen Fragebogen bekommen, der sich dann auch beschäftigt hat, viel und hauptsächlich mit den Fragen, wie oft ich noch Panikattacken habe, was Panikattacken auslöst, wie oft in der Woche oder wie oft generell, wie sehr mich das beeinträchtigt in meinem alltäglichen Leben, an Vorder- und Rückseite, habe ich einfach komplett ehrlich ausgefüllt, habe das dann heute mal so grob mit meiner Therapeutin besprochen und sie hat dann auch gemeint, dass das eigentlich sehr vielversprechend aussieht, sind dann aber nochmal bei 1-2 Punkten drauf eingegangen, weil ich ja wirklich gesagt habe, so ja, ich habe ja also normalerweise immer so leichte Anflüge täglich, aber ob das jetzt, also es ist keine komplette Panikattacke, aber es sind halt so, die Symptome sind dafür da und das ist dann so bei mir, dass mich das dann oder dass ich gewisse körperliche Symptome habe, diese aber mittlerweile so gut einschätzen kann und dass ich da quasi den Ausbruch einer Panikattacke unterdrücken kann. Dann wurde es auch mal kurz emotional, das möchte ich auch fair und ehrlich zugeben, weil dann die Frage war, wo ich gefragt worden bin, wie ich mich gefühlt habe auf einer Skala von 1 bis 10, was Stress und wie auch immer angeht, als ich mit der Therapie angefangen habe. Und da habe ich auch gemeint, also wenn 10 das Maximum ist, wäre es eigentlich bei mir 15. Und die Frage, wie ich mich jetzt fühlen würde, und da habe ich gemeint, so naja, so bei 0,5 bis 1. Ah, da wurde dann auch gesagt, ja, und wie schön und das ist so ein Fortschritt und dass ich da jetzt so entspannt wäre und so denken würde und überhaupt und ich mich dann auch, was heißt nochmal erklärt habe, aber gemeint, also die Wahrheit ist, wo ich mit der Therapie angefangen habe, war meine Anspannung so groß gewesen, dass ich sogar in den ersten 2-3 Sitzungen noch darüber nachgedacht hatte, ob ich nicht einfach mir das Leben nehmen soll, weil unter den Umständen, wie ich gelebt habe mit diesen ganzen Symptomen und überhaupt, das war für mich ein so unmutbarer Zustand gewesen, dass ich mir in meinem Kopf überlegt hatte, ich nehme mir einfach das Leben, weil ich keine Belastung sein will für meine Frau, die ja damals nicht meine Ehefrau war, aber auch für den Freundeskreis, Familie und tralala und tralala, der sich das alles zum Positiven entwickelt hat, dass ich jetzt quasi an dem Punkt bin, an dem ich bin, dass ich das Leben führe, was ich führe und dem ich das zu verdanken habe und dass da die Therapie durch die AWKV und durch die halt Mitarbeiter der AWKV mir da so viel Lebensqualität wieder zurückgegeben hat und das war sehr emotional, als ich das in der Stunde gesagt habe und da musste meine Therapeutin, glaube ich, auch kurz mal mit ihren Tränen kämpfen, weil ich war einfach so erleichtert und so glücklich, das sagen zu können und auch nochmal vor Augen zu haben, wie weit ich gekommen bin seit Beginn der Therapie
Und wir nähern uns ja langsam dem Ende. Ich hatte fälschlicherweise behauptet, das sind nur noch 5 Stunden. Also ich glaube, jetzt sind es dann insgesamt noch 9 oder 8. Ach, das war echt schön. Haben dann halt auch nochmal gesprochen, weil dann soll halt in den kommenden Wochen oder nächste Woche auch, soll dann schon mal so besprochen werden, wie das dann weitergeht. Für den Fall, wenn die Therapie zu Ende geht, ob ich dann in der Meinung bin, dass ich es schaffe, mein Leben selbst zu organisieren und zu leben. Und ich habe halt auch gesagt, also es wird definitiv komisch werden, die Therapie abzuschließen, und natürlich beschäftige ich mich auch damit, und ich meine, die Therapie hat auch mir in verschiedenen Stufen sehr, sehr, sehr gut getan und viel geholfen, und sind auch nochmal die Stufen durch, angefangen mit die Symptome zu erkennen, dass ich gelernt habe, ich habe kein körperliches Gebrechen, es ist in Anführungszeichen nur mental, zu lernen, wie ich da entgegensteuern kann, zu lernen, wie ich mich wieder in den Alltag integrieren kann, zu lernen, wieder selbstständig zu sein, einfach nur mal einen Gesprächspartner zu haben auf einem neutralen Boden, auf einer neutralen Basis, um mich mal auch ein bisschen auszukotzen. Das war alles sehr, sehr, sehr wichtig, und all die verschiedenen Stufen, und zum Schluss halt auch jetzt mit den Expositionen und dann auch wieder, dass ich mehr Auto fahre und mich da traue, dass ich wahnsinnig viel, also eigentlich nur Positives da aus dieser ganzen Therapie mit rausnehme, und das mir geholfen hat halt, dass ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, und die Abstände zwischen den Therapiestunden wurden ja auch immer größer, dass ich mich schon eigentlich so weit fühle, dass ich auch ohne Therapie mein Leben weiter bewerkstelligen kann, aber da geht man dann halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr ins Detail, und ja, dann war es auch schon für diese Stunde heute gewesen, und wir freuen uns, weil wir sehen uns dann auch in 3 Wochen wieder vor unserem Sommerurlaub, und ja, es ist alles schön, es ist Wahnsinn. Aber naja, dann soll es auf die Schnelle gewesen sein mit meinem Therapie-Update, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Video. Tschüss! Das nächste Therapie-Update habe ich dann, oder die nächste Therapiestunde habe ich dann, bevor wir in den Urlaub fahren, meine ich. Und das wird auch spannend, weil es sind ja jetzt auch, oder es ist eine Sache passiert, die sehr ärgerlich gewesen ist, aber dazu komme ich gleich. Wie war das letzte Wochenende so gewesen, oder wie war die restliche letzte Woche noch? Eigentlich sehr, sehr, sehr schön, sehr entspannt. Ich habe nur einen kleinen Sportunfall gehabt am Freitag. Der zieht mir immer noch ein bisschen hinterher, gepaart mit noch ein, zwei andere Sachen, die passiert sind. Und zwar, ich erzähle dann einfach mal. Und zwar Freitag habe ich Training gemacht, Rückentraining, und ich habe ja diese Kabelzüge, die ja quasi, das sind ja dann verschiedene Kabel, die durch eine Schlaufe durchgehen, die man ja dann irgendwie in der Tür einhakt. Am Freitag habe ich Rückentraining gemacht und hatte die Kabel dann unter hier unserer Balkontür unten befestigt und stand da quasi gestanden, um so zu ziehen. Irgendwie beim zweiten, dritten Satz ist dann halt diese Schlaufe gerissen, und als diese Schlaufe gerissen ist, hat es mir erstmal diese kompletten, und nicht nur ein oder zwei von diesen Seilzügen, es hat mir komplett alle von diesen Seilen ins Gegröße geschossen. Das waren Schmerzen, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und ich meine, jeder Mann da draußen, der schon mal einen Tritt in die Weichteile bekommen hat, weiß, wie unangenehm das ist. Aber mit diesem Geschleudere von diesen Seilzügen, das war ein Schmerz, der war unbeschreiblich gewesen. Das Ganze hat auch noch bis Samstagmittag, hat mir das hier vorne auch im Bauch wehgetan. Nachdem mir halt diese Seile da halt... Ja, bin ich dann rückwärts umgefallen, hab mir dabei noch den rechten Fuß umgeknickt, bin auf dem rechten Handgelenk gelandet und ja, bin dann irgendwie ganz doof auf dem Rücken gefallen. Ja, lag dann erstmal da ein bisschen wie so ein Schildkröte auf dem Rücken, ein bisschen geflucht und geschimpft und wie auch immer. War ja sehr unangenehm. Das Gute war allerdings auch, dass die Stella ja nicht da war, die war ja zu dem Zeitpunkt schon im Hundehotel. Ich glaube, die war da auch ein bisschen verwirrt gewesen. Dann mich zusammengerissen, hab noch eine Ersatzschlaufe gefunden, hab dann meinen Sport zu Ende gemacht und dann ging's eigentlich. Freitagabend war dann auch das Sommerfest in der Firma von meiner Frau gewesen. Wir waren da gewesen, war sehr entspannt, war sehr schön, alles locker, alles easy. Ja, auf dem Weg zurück, weil wir haben da in der Tiefgarage geparkt, auf dem Weg zurück zur Tiefgarage waren da irgendwelche, ja, Kiddies, kann man eigentlich sagen, also wie alt werden die gewesen sein, so 16, 17, 18, und einer der Jungs ist halt ausgetreten und meine Frau hat ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass er doch bitte von der Tiefgarage weggehen soll, vor dem Eingang, und ich habe dann auch nochmal mit meiner Stimme, mit Nachdruck quasi gesagt, dass die jetzt besser gehen sollen. Bei der Aktion habe ich dann leider Gottes die Stufe übersehen, die zur Tür führt, die dann in die Tiefgarage, in den Eingang geht, und ja, bin da gestolpert, habe mich schön aufs rechte Knie gelegt, habe mir ein bisschen das Knie aufgekratzt, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, aber war halt ein bisschen doof. Ja, bin da auch, aber dann mit dem linken Handgelenk, also ich bin nach vorne gefallen, bin aber rechts übers Knie geschrammt, habe mich aber nach links gedreht und bin dann mit dem linken Handgelenk aufgekommen. Habe schon da gemerkt, dass es ein kleines Ziehen im Rücken gegeben hat. Wahnsinnig doof, wahnsinnig ungünstig. Dann war der Freitag erstmal rum. Samstag war ja dann eigentlich angedacht gewesen, dass ich eine neue Sonderausgabe mache. Ich glaube, ich hatte sie auch schon so ein bisschen angekündigt, hat dann nicht stattgefunden. Warum, wieso, weshalb? Wir sind Samstag ja trotzdem auf den CSD gegangen, und ich wusste ja im Vorfeld schon, dass es für mich etwas Spektakuläres und Außergewöhnliches wird, weil ja, die Menschenmassen. Ich war zwar jetzt schon öfter wieder unter Menschen gewesen und war ja auch in einem kleinen Frankfurter Club und wie auch immer und dies, das, und kann jetzt wieder öffentliche Verkehrsmittel und alles fahren, aber Christopher Street Day war halt eine komplett andere Hausnummer, und da habe ich gedacht, okay, gut, mal gucken, was so passiert. Frau und ich, wir sind mit dem Uber bis zur Kleinmarkthalle gefahren, sind dann nochmal hoch zur Hauptwache an die Bank, haben uns dann da mit der wundervollen, liebevollen Tatjana getroffen und sind von da aus dann weitergelaufen über den Eisernen Steg zu den Paradefahrzeugen, wo dann auch das Fahrzeug war, wo, ja, was meine Firma gestellt hat, weil wir dieses Jahr den Christopher Street Day mit meiner Firma zusammen die Parade mitlaufen wollten. Am Anfang war auch alles ganz gut gewesen, also wir standen dann da, haben erstmal alle begrüßt und hier und da und gelacht und mal ein Schnäpschen getrunken und geredet und gute Laune, und dann ging es auch los mit der Musik. Dann sollte die Parade, ich glaube, um 12:30 sollte
die losgehen. Und dann hat es sich aber rausgezögert und immer weiter, weil wir standen mit unserem Wagen von der Parade ungefähr mittig, möchte ich mal behaupten. Dann sind halt alle Paradenautos sind halt hochgeheizt und auf einmal habe ich von überall Musik gehört, von überall waren Menschen Stimmen und das war mir da, in dem Moment war mir das schon zu viel gewesen. Und ich habe gedacht so, okay, gut, wenn wir halt dann die Parade laufen, dann wird sich das vielleicht bessern, weil man ist noch mehr in Bewegung und vielleicht kann man sich da so ein bisschen mit Tunnelblick ablenken und wie auch immer. Ja, das Problem war allerdings, dass es halt immer schlimmer geworden ist und wir sind dann ein Stück vor, sind über die erste Brücke drüber und dann habe ich nur vor mir die Skyline gesehen und diese unzählige Menschenmasse und genau in dem Moment sind mit jedem Schritt meine Beine schwerer geworden. Ich habe innerlich angefangen zu zittern, meine Hände sind taub geworden, meine Beine, also meine Oberschenkel haben sich angefühlt wie Gummi, meine Füße haben sich angefühlt wie Betonfüße und in meinem Kopf hat sich einfach alles nur noch gedreht und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss mich übergeben. Es ist dann auch ein, zwei anderen Teilnehmern aufgefallen, allen voran und da bedanke ich mich auch beim Dion und Thiago und natürlich meiner Frau, die ja mit dabei gewesen ist und der Tatjana auch. Also mir ging es dann richtig, richtig schlecht und ich meine, meine Frau hat mir noch so wahnsinnig gut zugeredet und auch gemeint so, ja Schatz, und du schaffst es und wir laufen dann durch die Stadt durch und wir machen das und dann kannst du auch, wie hast du wieder einen Durchbruch und wirklich mit jedem Schritt, die wir da näher gekommen sind an die Stadt heran und an diese, ja, ist ja noch nicht mal eine enge Straße, ja, aber ich habe dann schon so in meinem Kopf gesehen, es sind überall Häuser um uns herum, eng und drumherum unzählige Menschen und diese riesen Geräuschkulisse, ich musste dann austreten. Also ich habe dann ohne auch irgendwie den anderen Arbeitskollegen Bescheid zu geben, weil ich einfach nur da raus musste, weil ich war panisch gewesen. Ich habe eine klassische Panikattacke gehabt, aber wirklich schlimm auch. Habe dann zu meiner Frau gesagt, wir müssen jetzt hier raus. Sind direkt, bevor es in die Stadt reinging, also wir sind über die Brücke noch drüber und sind dann aber auch direkt, bevor es in den Kern reinging, in die erste Seitenstraße, weil da auch sehr wenig Leute Gott sei Dank nur waren. Ich musste mich dann erstmal hinstellen, musste erstmal Luft holen. Ich habe ja wirklich auch mit der Ohnmacht zu kämpfen gehabt. Leider Gottes. Also das hat mich im Nachhinein auch sehr geärgert, weil auch innerhalb von 10, 15 Minuten, wo dann so der ganze Lärm weg war, wo die ganzen Menschenmassen weg waren, ging es mir dann relativ gut wieder. Und wir sind dann da ein bisschen am Main entlang gelaufen, haben uns noch was zu essen geholt. Und ich habe auch gesagt, so, ja komm, dann laufen wir Richtung Konstablerwache und gucken, vielleicht geht's ja dann wieder. Dann sind wir Richtung Konstablerwache gelaufen und dann, sobald es wieder lauter geworden ist, wie auch immer, habe ich halt auch gesagt, so, ey, nee, ich kann das nicht, es tut mir leid. Und dann sind wir an der Konsti halt runter, sind zur S-Bahn und sind dann nach Hause gefahren. Und das war super. Aber eigentlich wollten wir auch ein Uber nehmen, aber das hätte dann 60 Euro plus gekostet. Und da haben wir uns dann doch für Bahn entschieden und sind dann mit der S-Bahn nach Hause. Von da mit dem Taxi noch hier bis vor die Haustür. Das war insgesamt wesentlich günstiger gewesen, als wenn wir mit dem Uber gefahren. Und ja, haben uns dann auch erstmal hingesetzt und ich war einfach platt gewesen. Ich war ab dem Moment, wo wir zu Hause waren, ich war fix und fertig und wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ja, mir hat es für meine Frau ein bisschen leid getan, weil die sich auch so schön gemacht hat. Und ja, ich hatte auch die Hoffnung, diese Parade einfach durchzulaufen und dass man dann irgendwie an der Konstablerwache vielleicht auch noch einen Cocktail schlürft oder wie auch immer. Ich meine, was mir das Ganze im Abgang dann versüßt hat, war, dass mir gesagt worden ist, oder man hat ja auch mitbekommen, es ist ein Riesengewitter dann gestartet und die hat sich auch geschüttet ohne Ende und dass mir dann auch gesagt worden ist. Also es gab dann auch während der Parade noch zwei, drei Kollegen, die dann schon während der Parade ausgetreten sind und man war dann auch nicht mehr allzu lange an der Konstablerwache. Da war dann mein Gewissen, was heißt auch wieder ein bisschen beruhigt, aber ich fand es nach wie vor sehr ärgerlich und ich werde auch in meiner nächsten Therapiestunde drüber reden. Ich bin trotzdem, muss ich sagen, stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, nach Frankfurt in die Stadt überhaupt es zu schaffen, da über den Eisernen Steg und da mit diesen ganzen Leuten zu stehen und mit diesen ganzen Paradefahrzeugen und wie auch immer. Und dass ich dann doch so lange noch durchgehalten habe, bis wir halt wirklich über die Brücke in die Stadt wären reingelaufen, weil das war für mich trotzdem schon ein riesengroßer Schritt. Ich fand es trotzdem eine wahnsinnig coole Aktion. Ich fand es auch nach wie vor spitze, dass unsere Firma da dieses Jahr selber auch, also wir sind ja schon letztes Jahr, waren die ja schon Teil vom Christopher Street Day, dieses Jahr halt nochmal mit so einem eigenen Wagen, sag ich mal, und nicht mit einem Bollerwagen, sondern mit einem eigenen Firmenwagen. Ich hoffe, nächstes Jahr kann man nochmal mit einem draufsetzen und natürlich auch, dass ich da in der Lage sein werde, die komplette Parade mitzumachen. Ansonsten habe ich jetzt auch vorgestern habe ich halt auch massive Rückenschmerzen, weil dann erstmal diese Stürze dazu kamen. Dann war ja die Sache, dass ich auf dem Christopher Street Day halt auch die ganze Zeit einen Rucksack getragen habe, wo diverse Getränke drin gewesen sind und habe den auch nur selten abgestellt und dann halt auch die ganze Zeit stehen und wie auch immer. Also das war sehr, sehr, sehr doof. Die Woche ist halt dementsprechend unentspannt gestartet. Ich habe jetzt gerade auch wahnsinnige Kopfschmerzen und mal gucken, wie der Rest der Woche wird, weil jetzt privat stehen auch noch Sachen an im Privatleben, wo ja, was ein bisschen nervenaufreibend für mich ist. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist halt eine psychische Belastung auch im Moment und ja, alles Weitere sieht man dann und vielleicht werde ich mich da in naher Zukunft darüber äußern oder dazu äußern können. Jetzt im Moment möchte ich das halt nicht. Ich möchte einfach nur sagen, dass es halt im Moment sehr angespannt ist. Aber ja, und damit sind wir auch schon am Ende der Themen. Wie gesagt, es gab keine Wochenendläufe. Ich bin den Lauf jetzt schon gelaufen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Es folgt jetzt der Lauf. Ich hoffe, dass ich am Wochenende nochmal Samstag, Sonntag Läufchen hinkriege und dass wir dann nächste Woche, ja, wie gewohnt, quasi wieder die Laufreihe fortsetzen. Und ich sage an der Stelle einfach nochmal Danke. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Piep, piep, piep. Ich hab euch lieb. Und bis dann. Tschüss.